Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 6.20 Uhr und ich fahre jetzt gleich los, hole jetzt noch den Ugas ab, meinen Kameramann, damit ich auch gleich ein bisschen gefilmt werden kann, denn wir wollen den Sonnenaufgang fotografieren und ich habe heute auch eine richtig geile Kooperation am Start für euch, die euch auf jeden Fall auch was bringen wird, denn es gibt ein Gewinnspiel am Ende. Was das aber genau sein wird, werdet ihr erst erfahren, wenn wir wieder im Büro sind. Also ein bisschen dranbleiben, ein bisschen gedulden müsst ihr euch auf jeden Fall noch, aber ich kann euch versprechen, das wird richtig, richtig cool. Und wir werden natürlich am Ende die Bilder, die wir jetzt gleich machen, auch noch zusammen bearbeiten. Also, ganz viel Spaß mit diesem Video. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es leider sehr windig ist und dadurch ist das Wasser auch sehr unruhig. Ich habe so ein bisschen auf eine richtig schöne Spiegelung hier gehofft, aber das ist leider heute überhaupt nicht möglich. Aber wir schauen mal trotzdem, was bei rumkommt. Wenn man ein bisschen länger belichtet vielleicht, ziehen wir das Wasser schön glatt. Schauen wir mal, was bei rumkommt. So, mit dem Spot jetzt hier bin ich fertig. Jetzt gehen wir mal da runter. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen was am Ufer hinbekommen. Mal gucken. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden mit dem Wetter, weil irgendwie war es anders angekündigt. Ich dachte, wir haben ein paar Wolken am Himmel. So ist es relativ langweilig. So, ich habe jetzt hier nochmal eine richtig coole Perspektive gefunden. Die hat einfach den Vorteil, dass ich hier so einen natürlichen Rahmen habe, wo ich hier nämlich zwischen diesen Gitterstäben durch fotografiere. Und das sieht für mich richtig cool aus, weil wir da eine gewisse Tiefe noch in das Bild bekommen und eine gewisse Unschärfe. Das Einzige, was mich jetzt wirklich stört, ist, wie gesagt, das Wetter. Aber jetzt ist es wolkenlos und auch noch windig. Bedeutet, wir haben nicht mal eine Reflexion im Wasser drin. Sei es drum, wir haben trotzdem jetzt ein paar coole Shots und ich denke mal, wir können die jetzt gleich im Büro am Rechner richtig schön bearbeiten. Wir sind wieder im Büro zurück und ich möchte dir als erstes jetzt von der Kooperation erzählen, die ich schon angekündigt habe, denn es geht um einen Kooperationspartner, mit dem ich schon öfter kooperiert habe und das ist Loupedeck. Loupedeck hat ein neues Gerät rausgebracht und das ist das Loupedeck CT. CT steht an dieser Stelle für Creative Tool und es ist ein Gerät für Kreative. Es ist, wie du schon siehst, wenn man das jetzt mal vergleicht mit seinen Vorgängern, deutlich kleiner. Ich habe ja damals in meinen Videos das Loupedeck Plus vorgestellt. Das hatte so die Größe von einer richtigen Tastatur. Das Loupedeck CT ist jetzt vielleicht noch ein Drittel so groß. Und das ist schon der erste große Vorteil. Man kann mit dem Ding im Prinzip verreisen. Dann das zweite große Ding, was ich auch an dem Loupedeck Plus sehr stark kritisiert hatte, war die Verarbeitung. Das ist jetzt hier deutlich besser geworden. Das Ding besteht hier oben aus Aluminium. Die Drehknöpfe sind sehr, sehr hochwertig. Die kann man hier auch reindrücken. Wir haben hier wieder ein großes Drehrad, mit dem ich sehr feine Einstellungen auch machen kann. Und der große Vorteil ist, wir haben jetzt hier ein Touch-Display. Und damit kann ich dann verschiedene Sachen machen. Je nachdem, in welcher Software ich drin bin, kann ich hier mir verschiedene Menüpunkte reinlegen bzw. verschiedene Aktionen reinlegen. Wir haben hier hinten wieder den kleinen Anschluss für USB. Da muss ich nach wie vor sagen, ich bin ja immer noch ein Freund davon, von kabellosen Geräten, damit einfach der Schreibtisch ein bisschen aufgeräumter aussieht. Das ganze Ding ist aber Bluetooth-ready und mit einem späteren Software-Update ist es dann auch möglich, das Ganze über Bluetooth zu benutzen.
Mit diesem Gerät kann man schon eine ganze Menge Software bedienen, wie zum Beispiel Lightroom, Photoshop, aber auch Premiere und Final Cut Pro, aber genauso auch Illustrator und Ableton Live für Musik. Und geplant ist außerdem noch Autodesk Fusion für Ende 2019. Genauso geplant für Ende 2019 sind die deutschen Handbücher. Aktuell ist das Ganze nur auf Englisch verfügbar, die Software wie auch die Handbücher. Das soll aber Ende 2019 dann alles auch auf Deutsch veröffentlicht werden und dementsprechend auch für Leute, die kein Englisch verstehen, dann kein Problem mehr. Ich kann über diese Tasten hier, wie gesagt, mir verschiedene Workspaces dann anzeigen lassen. Workspaces sind dafür da, dass ich mir in dem Touch-Display verschiedene Aktionen anzeigen lassen kann, beziehungsweise Menüpunkte, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Und ich kann in jedem Workspace mir auch nochmal verschiedene Seiten anzeigen lassen. Das bedeutet, ich kann dann hier hoch und runter scrollen und mir hier dann noch weitere Menüpunkte anzeigen lassen. Bedeutet also, ich könnte mir jetzt zum Beispiel, wenn es nach Lightroom geht, ein Workspace anlegen für die allgemeine Bildbearbeitung, für die RAW-Entwicklung, wo ich meine Belichtung und meine Tiefen und meine Lichter und so weiter einstellen kann. Dann im zweiten Workspace könnte ich mir zum Beispiel die Gradationskurve anzeigen lassen. Im dritten Workspace könnte ich dann das Schärfen oder auch die Rauschreduzierung reinlegen. Und so weiter und so fort. Also ich denke mal, du hast die Idee dahinter verstanden. Das kann ich aber auch alles mir selber einstellen. Loopdeck kommt mit vorgefertigten Workspaces daher. Das heißt, ich kann mir das Gerät einfach einstöpseln an den Rechner und loslegen. Oder aber ich kann mir das Ding auch komplett selber konfigurieren und wirklich mir eigene Workspaces anlegen und jede Taste so hinterlegen, wie ich sie dann im Endeffekt brauche. Jetzt kommen wir zu der negativen Sache, die ich gefunden habe, und das ist der Preis. Denn der Preis liegt bei über 500 Euro für dieses Gerät und das ist natürlich schon ein Haufen Geld und da wird sich jeder überlegen, brauche ich das wirklich? Dieses Gerät ist super und soll den Workflow vereinfachen und vor allem auch schneller machen. Das habe ich schon bei dem Loopdeck Plus gesehen, dass das funktioniert und das wird auch hier so sein. Man braucht natürlich ein bisschen Einarbeitungszeit, das ist ganz klar, damit man auch wirklich die Handgriffe weiß, wo ich hingreifen muss. Aber wenn ich die dann mal wirklich alle verinnerlicht habe, dann kann ich damit wirklich sehr, sehr einfach und schnell arbeiten und vielleicht sogar mit beiden Händen arbeiten und brauche fast nichts anderes mehr. Und dann ist so ein Workflow natürlich super. Wenn man viele hunderte, tausende Bilder bearbeitet, dann kann man mit so einem Gerät natürlich schon eine ganze Menge Zeit am Ende sparen. Dieses Gerät ist aber trotzdem meiner Meinung nach nicht für jeden, sondern es ist wirklich für Fotografen, die eine ganze Menge abspulen in der Bildbearbeitung oder auch für Videocutter, die wirklich viel vor dem Rechner sitzen und viel schneiden müssen und wo einfach Zeit dann auch eine wichtige Rolle spielt. Ich würde aber natürlich nicht so ein Video machen, so eine Kooperation machen, wenn ich nicht auch für euch ein bisschen was rausgeschlagen hätte. Und zwar gibt es wieder ein Gewinnspiel. Hast du wahrscheinlich schon am Titel gesehen, denn ich verlose einmal so ein Loopdeck CT. Unter allen Leuten, die jetzt also unter dem Video einen Kommentar schreiben, dass du dieses Loopdeck gewinnen möchtest, wird ein so ein Loopdeck verlost und zwar geht das ganze Gewinnspiel genau eine Woche. Das heißt, in dem nächsten Video in genau einer Woche wird dann auch der Gewinner entsprechend bekannt gegeben. Ihr habt jetzt also eine Woche Zeit, die Kommentare unter dem Video zu posten, einfach nur hinschreiben, dass du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Ich wünsche euch allen viel Glück bei diesem Gewinnspiel und ich würde jetzt sagen, dass wir mal in Lightroom reingehen und das Ganze uns mal wirklich live anschauen, wie das Ganze in der Bildbearbeitung funktioniert. Lass uns mal einen ganz kurzen Blick auf das Loopdeck werfen, wie es aufgebaut ist. Ich habe hier an den Seiten jeweils drei Drehregler, die ich benutzen kann. Die kann ich auch reindrücken, was immer eigentlich zur Folge hat, dass man dann die entsprechenden Einstellungen zurücksetzen kann. Hier in der Mitte habe ich jetzt ein großes Touch-Display, was in verschiedene Sektionen eingeteilt ist. Und je nachdem, in welcher Software bzw. in welchem Teil der Software ich bin, verändert sich das Ganze hier. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in das Entwickeln-Modul hier gehe, das kann ich jetzt hier entweder mit der Maus machen oder aber auch hier direkt, dann verändert sich das Ganze hier. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel das Photoshop-Programm mal öffne, dann wird das Ganze hier auch wieder komplett verändert. Das bedeutet, je nachdem, in welcher Software ich drin bin, habe ich hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe mal hier wieder zurück in Lightroom und mal wieder in die Bibliotheksansicht rein, da wo wir jetzt starten wollen, denn ich möchte als erstes hier meine Bilder mal bewerten. Ganz kurz hier, ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, insgesamt 8 verschiedene Workspaces anzuwählen.
Und ich habe darunter hier noch verschiedene Tasten, die ich auch auf einer normalen Tastatur wiederfinde, sowie ein großes Drehrad, welches auch noch verschiedene Funktionen hat, je nachdem, wo man ist. Und besonders witzig finde ich eigentlich, dass man hier in diesem Drehrad nochmal ein Touch-Display drin hat, wo man auch nochmal verschiedene Funktionen einstellen kann. Ich habe meine Bilder in Lightroom geöffnet und das Erste, was ich eigentlich nach dem Importieren der Bilder immer mache, ist, meine Bilder zu bewerten, damit ich dann auch weiß, welche Bilder ich am Ende bearbeiten möchte. Und hier bietet mir das Loop Deck auch schon eine super Möglichkeit, denn ich kann das direkt hier mit dem Loop Deck machen. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, über das Touch Display hier verschiedene Sterne zu vergeben. Ich könnte hier 2 oder 3 Sterne vergeben. Wenn ich jetzt die Fn-Taste, also die Funktionstaste und die 1 nochmal hier drücke, dann komme ich hier auch nochmal in eine andere Seite rein von diesem Workspace, wo ich jetzt auch hier zum Beispiel 2, 3, 4 oder 5 Sterne vergeben kann. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Ich könnte jetzt zum Beispiel dem angewählten Bild jetzt mal 3 Sterne vergeben und dann siehst du auch direkt, wie das hier 3 Sterne bekommt. Ich kann jetzt hier mit den Pfeiltasten weitergehen und zum Beispiel dann diesem Bild mal 2 Sterne geben und diesem Bild hier vielleicht auch nochmal 2 Sterne. Und dann habe ich vielleicht noch, wenn ich hier weitergehe, nochmal ein Bild mit 3 Sternen. So, also die Bewertung funktioniert sehr, sehr gut. Ich kann jetzt hier über die Taste 1 auch wieder in die normale Ansicht hier reingehen von dem Workspace und hätte jetzt hier auch zum Beispiel die Möglichkeit, Flaggen zu setzen. Das bedeutet jetzt also, ich könnte zum Beispiel in dieses Bild reingehen und diesem Bild eine Flagge geben, dass es ausgewählt ist. Dieses Bild hier zum Beispiel bekommt eine Flagge, dass es nicht ausgewählt ist, also es wird abgelehnt. Und so habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich meine Bilder im Endeffekt bewerten kann. Ich kann mir jetzt auch verschiedene Filter anzeigen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Bilder sehen möchte, die 3 Sterne oder mehr haben, kann ich mir auch diese jetzt hier anzeigen lassen. Das wären jetzt hier meine Bilder, die ich zum Beispiel für die Bearbeitung dann weiter empfehlen würde. So, und wenn ich jetzt meine Bilder bearbeiten möchte, dann kann ich mal hier in den zweiten Workspace reingehen und dann wechseln wir hier auch direkt in das Entwickeln-Modul und hier habe ich jetzt meine Einstellmöglichkeiten. Du siehst jetzt hier, dass meine 6 Drehräder hier jeweils verschiedene Funktionen bekommen haben, wie zum Beispiel das erste Drehrad hat hier jetzt die Funktion Temperatur. Das heißt, wenn ich jetzt an diesem Drehrad hier drehe, dann wird hier die Temperatur, die Farbtemperatur von dem Bild entsprechend angepasst. Die kann ich jetzt nach oben und nach unten regeln. Wenn ich die zurücksetzen möchte, einfach einen Klick einmal hier drauf und dann wird das Ganze zurückgesetzt dahin, wo es ursprünglich war. Ich würde jetzt hier an der Stelle die Farbtemperatur auf 6500 Kelvin stellen. Das sieht für mich gut aus. Dann kann ich hier weitergehen, Exposure. Das ist alles noch auf Englisch. Es wird bald auch auf Deutsch vorhanden sein. Da muss man sich noch ungefähr bis Jahresende gedulden. Aber mir wurde gesagt, dass das Ganze dann auch auf Deutsch verfügbar ist, genauso wie die Handbücher. Aktuell ist das Ganze noch auf Englisch. Kontrast kann ich hier auch noch ein bisschen mit reinbringen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt die Möglichkeit, hier die Highlights, also die Lichter ein bisschen runter zu regeln, die Schatten ein bisschen aufzuhellen. Das werde ich mal ein bisschen doller machen. Und ich kann hier auch ein bisschen Textur noch ins Bild bringen. Ja, kann ich hier auch sehr doll machen. Würde ich jetzt allerdings eher so auf plus 15 bis plus 10 packen. Wenn ich jetzt hier einmal mit dem Finger nach oben streiche, dann haben wir hier weitere Funktionen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Tint einstellen, also die Tonung. Kann ich das Ganze noch ein bisschen mehr ins Magenta ziehen oder eher ein bisschen weiter Richtung Grün. Ja, das Grüne gefällt mir ja eigentlich ziemlich gut. Nicht zu doll, aber so auf minus 20. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Vibrance, also die Dynamik, noch ein bisschen nach oben zu drehen. Und ich kann hier auch die Haze, also Dunst entfernen, noch ein Stück nach oben bringen. Und auf der anderen Seite habe ich hier die Möglichkeit, meinen Weißpunkt zu setzen. Den drehe ich noch ein bisschen weiter nach oben. Den Schwarzpunkt drehe ich noch ein ganz kleines Stück weiter nach unten. Jetzt haben wir einen guten Kontrast hier in dem Bild drin. Und ich habe hier auch noch die Möglichkeit, meine Klarheit nach oben oder nach unten zu setzen. Dann siehst du hier auch, dass ich Möglichkeiten habe, zum Beispiel hier mir einen Verlaufsfilter reinzuziehen. Da kann ich jetzt hier einfach mal auf den Verlaufsfilter klicken. Dann habe ich hier wieder auf beiden Seiten die Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel hier also die Belichtung nach oben oder nach unten setzen. Die würde ich jetzt einfach mal auf minus 1 setzen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, innerhalb des Touch-Displays von dem großen Rad hier zu sagen, ich möchte die Maus rechts, links einstellen oder ich möchte die Maus nach oben oder unten einstellen und ich stelle sie jetzt einfach mal nach oben oder unten und werde jetzt einfach mal hier an dem Drehrad, ich muss meine Maus hier einmal positionieren, wo ich sie hinhaben möchte und jetzt kann ich hier an dem Drehrad drehen und wir ziehen hier entsprechend den Verlauf auf. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich hier nur ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt hier also die Schatten tatsächlich wieder ein Stück nach oben drehen, damit wir jetzt hier das Bode-Museum im Dach nicht komplett schwarz machen. Das gefällt mir so aber ganz gut. Die Belichtung nehme ich vielleicht ein Stück wieder zurück.
Ja, aber so haben wir jetzt hier einen schönen Verlauf gezogen und das kann man tatsächlich einfach so komplett mit dem Loop Deck machen, ohne dass wir hier noch irgendwas anderes machen müssen. Wir können uns hier auch anzeigen, zum Beispiel das Clipping, und ich kann natürlich auch jederzeit den Verlauf wieder löschen mit einem Klick hier auf den Papierkorb. Wenn ich damit aber fertig bin, klicke ich hier einmal auf OK, bestätige das Ganze und dann bin ich wieder in der normalen Ansicht hier drin. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel das Bild noch zuschneiden. Da habe ich jetzt hier wieder die Möglichkeit, ich kann einmal das Bild drehen und zwar ganz fein hier mit diesem Rad. Oder aber ich kann auch die Größe des Bildes verändern. Wenn ich jetzt hier einmal unten drauf klicke, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier die Größe des Bildes noch zu verändern und zum Beispiel ja, unerwünschte Sachen hier noch so ein bisschen rauszukroppen. Ich kann auch hier in den größeren Touch-Display das Seitenverhältnis noch einstellen. Hier habe ich die Möglichkeit, auf ein 2 zu 3 Seitenverhältnis zu klicken. Das ist ja auch das Standard-Seitenverhältnis eines Fotos, aber ich kann hier auch auf 5 zu 7 zum Beispiel gehen, wenn ich hier rechts und links einfach noch ein bisschen mehr abschneiden möchte. Und wenn ich hier mit meinem Zuschnitt zufrieden bin, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen mehr ins Bild reingeben, dann kann ich hier das Ganze mit einem Klick auf OK wieder bestätigen. Dann gehe ich mal in den nächsten Workspace rein. Das ist hier Nummer 3 und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit Farben zu arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der einen Seite, auf der linken Seite meine Rottöne, auf der rechten Seite meine Orangetöne und die kann ich jetzt hier im Farbton, in der Sättigung und in der Helligkeit verändern. Das heißt, die Rottöne jetzt werde ich zum Beispiel mal so ein bisschen weiter Richtung Orange schieben. Die Sättigung kann ein Stückchen raus. Und die Helligkeit ein bisschen weiter nach unten. Und genauso kann ich das jetzt hier auch mit meinen Orangewerten machen. Und die Orangewerte zum Beispiel könnte ich hier weiter Richtung Rot schieben. Dann siehst du, wie hier die Lichter rot werden. Ich kann sie aber auch Richtung Gelb weiter schieben. Und ich glaube, hier so ein kleines bisschen Richtung Rot ist schon mal ganz gut. Sättigung kann hier ruhig ein bisschen weiter rein. Und auch die Helligkeit setze ich hier ein Stück weiter nach unten. Und wenn ich jetzt hier die nächsten Farbkanäle ansteuern möchte, dann klicke ich jetzt hier einfach mal auf Yellow und Green und dann habe ich hier die Einstellungsmöglichkeiten sowohl für Gelb als auch auf der anderen Seite für Grün. Genauso jetzt hier Aquamarin und Blau oder aber auch Lila und Magenta. Und hier kann ich dann einfach immer hin und her switchen und entsprechend die Einstellung hier für meine Farbkanäle einstellen. Ich möchte zum Beispiel das Blau hier noch ein bisschen dunkler haben. Das gefällt mir so ganz gut. Ein bisschen Sättigung raus. Und den Farbton werde ich hier ein Stück weiter noch Richtung Aquamarin ziehen, aber nicht zu doll. Jetzt kann ich auch hier in das Split-Toning reingehen und hier zum Beispiel jetzt mal den Farbton der Lichter einstellen. Den werde ich jetzt in ein Orangewert hier packen und dann kann ich hier mit dem nächsten Drehrad die Sättigung nach oben drehen. Und dann siehst du jetzt, wie ich hier ein Split-Toning in den Lichtern mache und diese Lichter hier ein Stück weit mehr ins Wärmere ziehe. Und genauso kann ich das jetzt hier auch mit den Schatten machen. Hier würde ich jetzt einen kühleren Farbton wählen und auch hier die Sättigung dann wieder nach oben drehen. Und dann haben wir hier ein schönes Split-Toning bzw. eine schöne Teiltonung drin und auch das ganz einfach hier mit dem Loop Deck erstellt. Dann klicke ich hier unten mal auf Kamera Calibration und jetzt könnte ich hier meine Rottöne im Farbwert verändern. Die werde ich jetzt hier mal ein Stück weit mehr Richtung rechts drehen, aber nicht zu viel. Dann kann ich als nächstes in die Sättigung gehen und die Sättigung ein bisschen rausdrehen. Und dann gehe ich mal hier ganz weiter nach unten in den Farbton der Blauwerte, drehe den ein Stück weiter nach links und die Sättigung der Blauwerte, die möchte ich noch ein Stück weiter rausdrehen, damit wir hier nicht zu viel Blau in dem Bild drin haben. Da kann ich auch jederzeit jetzt natürlich wieder hier zurückgehen auf meinen zweiten Workspace und hier die Farbtemperatur in dem Bild nochmal ein bisschen anpassen und einfach noch ein Stück noch weiter oben drehen. Also vielleicht hier eher so auf 8500 Kelvin stellen, ja, nicht zu viel. Und wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und den Tint auch noch ein bisschen verändere, nicht ganz so grünlich machen. So. Gefällt mir das deutlich besser. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal noch in den fünften Workspace klicken und hier zum Beispiel die Auto-Upright-Funktion einmal anklicken, damit das ganze Bild noch ein bisschen begradigt wird. Das gefällt mir so deutlich besser. Übrigens hier auf der 7, wenn ich mir das hier einfach mal, wenn ich hier einmal auf die 7 klicke, dann sehe ich immer das Vorherbild. Wenn ich nochmal draufklicke, das Nachherbild. Das ist auch sehr, sehr schön, weil ich jetzt hier ganz einfach hin und her switchen kann. Vorher,
nachher und dann sehe ich, was ich an der Bildbearbeitung alles gemacht habe. Ist eine ganze Menge, ist wahrscheinlich viel zu viel, aber um hier das Ganze mal so ein bisschen zu demonstrieren, was man mit dem Loop Deck machen kann, denke ich mal, ist es doch in Ordnung. Jetzt gehe ich hier nochmal in den fünften Workspace rein, sage jetzt hier Lens Profile möchte ich aktivieren, also die Profilkorrekturen möchte ich aktivieren. Kann ich hier ganz einfach an- und ausstellen, auch mit einem Klick hier in das entsprechende Touch-Bedienfeld. Und ich kann jetzt hier noch mein Vignetting-Wheel mal aktivieren und dann hier mir eine kleine Vignette reinbauen. Und auch das geht wieder ganz einfach hier. Ich kann jetzt hier den Betrag auswählen und dann kann ich hier durch dieses Touch-Display in dem Drehrad selber noch sagen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel als nächstes den Mittelpunkt bearbeiten, kann den ein Stück nach oben drehen. Kann jetzt hier noch die Rundheit einstellen. Ja, ich möchte meine Vignette ein bisschen runder machen. Und auch natürlich die weiche Kante. Die möchte ich noch ein Stück weiter nach oben stellen. Und wenn ich jetzt mit meinen ganzen Bearbeitungen hier fertig bin, dann klicke ich einmal auf den achten Workspace. Und da habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, hier das Ganze zu exportieren. Ich kann das Ganze auch in Photoshop öffnen. Kann ich einmal machen hier. Ein Klick hier drauf. Und dann wird das Ganze in Photoshop geöffnet. Dann muss ich das Ganze hier nur noch einmal bestätigen. Mit einem Klick auf OK. Und wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel mal in Photoshop öffnen möchte, dann klicke ich hier einfach einmal Open in Photoshop. Dann werde ich hier noch gefragt, ob ich meine Dokumentfarben in den Arbeitsfarbraum konvertieren möchte. Sage ich einfach mal OK. Und das Bild wird automatisch in Photoshop geöffnet. Und ich könnte hier entsprechend auch noch weiterarbeiten und natürlich auch hier wieder mit meinem Loop Deck entsprechende Einstellungen vornehmen. Genauso gut kann ich das Ganze jetzt aber auch direkt hier exportieren. Ich kann hier meinen Exportdialog öffnen, kann hier noch entsprechend meine Einstellung treffen und das Ganze dann entsprechend auf meinen Schreibtisch exportieren. So, und wenn ich jetzt weitere Bilder habe, die ich in dem gleichen Stil bearbeiten möchte, wie zum Beispiel jetzt das nächste Bild hier, was ich im Hochkantformat gemacht habe, dann kann ich jetzt einfach sagen Paste from Previous und die gleichen Arbeitseinstellungen werden auch auf dieses Bild hier entsprechend übernommen und ich habe keine weitere Arbeit, die ich hier entsprechend mehr tun muss. Das Loop Deck kann man sich natürlich anpassen, wie man möchte. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal hier oben rein in Open Setup. Und da kann ich mir jetzt hier meine Einstellungen so treffen, wie ich möchte. Du siehst jetzt hier, dass das Loop Deck genauso abgebildet wird, wie es hier auch vor mir steht. Und dann kann ich natürlich hier entsprechend mir meine ganzen Tasten selber so belegen, wie ich das möchte. Das heißt, ich bin hier nicht auf die Standardeinstellungen angewiesen, die mir Loop Deck hier bietet für die entsprechenden Programme, sondern ich kann mir das alles so ganz einfach individuell anlegen, wie ich das gerne hätte. Ich kann also jede Taste einzeln hier wirklich belegen und wir haben unendlich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da kann sich jeder seine Einstellungen so vornehmen, wie er das gerne hätte. Ich muss sagen, mit dem Loop Deck hat sich mein Workflow auf jeden Fall nochmal etwas verschnellert. Auf der anderen Seite ist es auch nochmal ein bisschen einfacher geworden. Ich habe mich, wie gesagt, ja auch ein paar Wochen damit eingearbeitet und ja, mir gefällt dieses Loop Deck auf jeden Fall richtig gut. Ich kann euch nur raten, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ein so ein Loop Deck kann man, wie gesagt, gewinnen. Einfach unten in die Kommentare einmal posten, dass du das Ganze gewinnen möchtest und das Gewinnspiel geht genau eine Woche. Ansonsten vielen, vielen Dank an Loop Deck für diese Kooperation, dass ihr auch hier so ein Loop Deck CT zur Verlosung bereitgestellt habt. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!